Liebe Freunde, ich grüße euch. Wir gehen tief in den Atem, werden immer ruhiger. Alle Geräuschquellen sind ausgeschaltet. Der Platz ist bequem, der Rücken gerade. Der Atem geht langsam und tief und wir geben dem Gehirn die Anweisung, auf den Atem und auf den Herzschlag zu achten. Das Gedankenkarussell wird langsamer, bis es stillsteht. Ich lasse meine Sorgen über das Gewesene zurück. Ich lasse meine Sorgen über das Zukünftige zurück. Ich bin jetzt hier. Ich atme. Ich finde meine Ruhe und meine Stille. Dass das Lebendige leidet, dass das Leben an sich Schmerz und Leid ist, eben weil es einen Anfang und ein Ende hat, dies hat Buddha eindrucksvoll dargelegt. Alles, was lebt, ist eine sich unaufhörlich verändernde Struktur, ist ein Prozess, der unbeirrt von menschlichen Vorstellungen oder gar vom menschlichen Willen abläuft. Wir Menschen, unsere Körpermaterie, sind, um es mit dem Physiker Fritz Albert Popp auszudrücken, wir sind raumzeitliche Lichtmuster, die aus dem scheinbaren Nichts kommen und wieder dorthin gehen. Wir sind Kinder des Lichts, nicht im esoterischen Sinne, sondern physikalisch-faktisch. Dass wir dies nicht erfassen können, dies ändert nichts daran. Und es ist auf den Punkt genau das Nichtwissen über uns selbst, dieses Nichtwissen unserer Herkunft vor der Geburt und das Nichtwissen unserer Zukunft nach dem Tod, was in uns so unendlich viel Lebensleid erzeugt. Unser Denkapparat und alle seine Inhalte stoßen an Wände, von denen keinerlei Auskunft kommt. Wir erfahren unsere Denkfähigkeit in allen wesentlichen Punkten unseres Daseins als ergebnislos, als begrenzt, ja, als sinnlos. Sinnlos deshalb, weil innerhalb unserer kleinen Gehirnbegrenzung kein Sinn zu finden ist, er ist einfach nicht vorhanden. Erfolgreich ist unser Denken an der Oberfläche, in der Organisation des Lebens, im Tun, wie unsinnig es auch letzten Endes sein mag, und im logischen Kombinieren. Aber auch bei unserer Logik stoßen wir an jene undurchdringliche Mauer. Kurt Gödel, der weltbekannte Mathematiker und Logiker des 20. Jahrhunderts, wies in seinem Unvollständigkeitssatz nach, dass jede logische Behauptung, gleich um welche Sache es sich handelt, in ihrer letzten Aussage unlogisch ist und unlogisch sein muss. Unsere Denkfähigkeit ist beim Wissen um den Tod stecken geblieben,
ratlos, perspektivlos, blind. Dies ist die Vertreibung aus dem Paradies, kombiniert mit unserer Unfähigkeit, unser Schicksal dankbar anzunehmen. Es gelingt mir als Mensch nicht, einfach nur froh zu sein. Froh zu sein, jetzt leben zu können und diese Lebendigkeit zu genießen? Nein, ich muss mir mein Umfeld für meine eigenen Zwecke gefügig machen. Es gelingt mir als Mensch nicht, in Frieden zu leben, indem ich alle anderen Menschen in ihrem Frieden leben lasse. Ich kann die anderen nicht als mir gleichwertig ansehen. Nein, ich muss sie beherrschen können. Die Blutspur über dieser Erde, meist im Namen eines monotheistischen Gottes, lässt sich seit dem Übergang des Matriarchats ins Patriarchat vor etwa 4000 Jahren gut verfolgen. Denn genau in dieser Übergangszeit wurde der Krieg erfunden. Die macht euch die Erde untertan, Steuermänner, besitzen heute mehr Macht und Ansehen denn je. Sie haben die Banken fest in der Hand, die Universitäten, die Kirchen sowieso. Sie leiten die Konzerne und sie steuern die politische Klasse. Der Weg in ein neues Bewusstsein, das keinesfalls neu ist, sondern uralt, ist nur zu schaffen, wenn wir wissen, was da in den Köpfen des Homo sapiens vor sich geht, was da in unseren Köpfen vor sich geht. Jeder muss sein eigener Arzt sein, um in die verwirrenden, sich selbst verzweigenden Stränge dieser Neuronenansammlung hineinzusteigen, die wir unser Gehirn nennen. Schonungslos gilt es, diese Realität zu betrachten, und ergebnisoffen muss jeder von uns seine eigenen Schlüsse ziehen. Dann gilt es zu handeln. Vorsicht, wenn wir von Bewusstsein sprechen, so als gäbe es nur eines oder ein einheitliches Bewusstsein, das erweitert oder verkürzt werden kann. Wir Menschen kommen aus einem generell unbewussten Zustand, aus einem generellen Unbewussten und bewegen uns auf Bewusstsein zu, welches aktuell noch in einem sehr experimentellen Stadium der Natur ist. Wir erkennen dies, wenn uns bereits ein geringer Affekt sozusagen aus der Bahn werfen kann. Der Zusammenhalt meines Bewusstseins ist bereits durch geringe äußere Einflüsse erschütterbar bis zersprengbar. Es gibt Stufen des Bewusstseins, die sich in ihren Qualitäten unterscheiden. Je höher ich mit meinem Bewusstsein klettere, desto klarer zeigt sich mir die Realität. Realität ist Wirklichkeit.
Wirklichkeit ist Wahrheit. Die Wahrheit, die ich suche, liegt vor meinen Augen, vor meiner Wesenheit ausgebreitet. Ich brauche sie nur zu sehen, sie nur zu spüren, zu fühlen und zu erkennen. Erst dann kann ich verstehen. Und nur wenn ich verstehe, weiß ich. Und nur wenn ich weiß, gibt es keine Frage mehr. Denn dann benötige ich keine Antwort mehr von niemandem. Buddha sagt, es gibt einen Ort, den ich erreiche, indem ich nirgendwo hingehe. Es gibt einen Ort, den ich erreiche, indem ich nirgendwo hingehe. Alle Wege, die mir zum Gehen von außen angeboten werden, sind wertlos. Es gibt überhaupt keinen Weg, der zu gehen wäre, außer dem Weg, den ich mir selbst Schritt für Schritt ergehe. Und ein Ziel? Wie ist es mit einem endgültigen, ultimativen Ziel? Keine Etappe, sondern ein tatsächliches vorhandenes Ziel. Wer denkt oder gar behauptet, er kenne das Ziel oder er hätte es sogar erreicht, von dem kann ich mich getrost verabschieden. Denn er ist einem fundamentalen Irrtum erlegen. Weg und Ziel eines jeden von uns, der nach Erkennen und nach Wahrhaftigkeit strebt, sind im großen universellen Speicher eingebettet. Mein Weg und mein Ziel sind natürlich vorhanden, aber umschlossen vom großen göttlichen Geist, von welchem ich ja ein winziges Segmentchen bin. Meine Selbstwertung, dies ist mein Ziel, das dann erreicht ist, wenn ich Teilnehmer geworden bin, Teilnehmer all dessen, was ist und was nicht ist. Teilnehmer in bewusster Dankbarkeit. Ich bin dankbar, dass ich in dieser meiner menschlichen Daseinsform eine Zeitspanne verbringen kann. Dann werde ich wieder, wie ich war, bevor ich geworden, weiterentwickelt mit den Inhalten, die sich aus der Auseinandersetzung mit dieser meiner Lebenszeit ergeben haben. Jedes andere Ziel ist eine Illusion, ist eine Vorstellungsblase. Mein Geist ist der Erkenner meiner Teilhabe an der Alleinheit. Mein Geist ist meinem Handeln vorgelagert. So wie mein Körper der Mutter Erde entspringt, so entspringt der Inhalt meiner erdgebundenen Neuronen dem Kosmos. Unser Geist bezieht seine Information aus dem Kosmos.
Quantenphysiker lehren uns, dass die Inhalte dessen, was wir denken, uralt sind und nicht von unserer Hardware, dem Gehirn, erzeugt werden. Das Gehirn ist lediglich die Empfangsstation der kosmischen Information und die Sendestation hin zu unserem Körper. Die Software, der Denkinhalt, wird eingespielt, verarbeitet und an mich selbst weitergegeben. Und ich handle gemäß meiner Software. Die Neurobiologie hat hier beeindruckende Ergebnisse erzielt. Wird nun die falsche Software eingespielt, durch eigenes reduziertes oder negatives Erleben oder durch konditionierende Manipulationen von außen, dann ist als Folge komplett alles falsch, was mein Gehirn sendet, was es zu mir selbst sendet. Meine Wahrnehmung ist falsch, mein Denken ist falsch, mein Fühlen ist falsch, mein Erkennen ist falsch, mein Erleben ist falsch und alle meine Schlussfolgerungen sind ebenfalls falsch. Und daraus folgert, dass komplett mein Handeln den falschen Weg geht. Es gibt dann für mich keinerlei tatsächliches Wissen, wenn ich den falschen Weg gehe. Es gibt für mich Verwirrung und impulsivhaftes Getriebenwerden hierhin, dahin, dorthin, immer auf der Suche nach dem, was ich meine, dass es mir Glück und Freude bringen würde. Dieser Regelkreis, der in völliger Unkenntnis der Abläufe ins Verderben führt, dieser Regelkreis ist zu beenden. Ich erkenne mich selbst, diesen individuellen Körper und diesen meinen Geist als Segmente einer alles umfassenden Größe, einer Alleinheit. Ich erkenne, erfühle und erfahre, dass mein Geist eine höhere Steuerungsebene hat, aus der heraus er geboren wurde und mit Energie gespeist wird, das, was Wissenschaftler zum Beispiel morphogenetisches Feld nennen. Es gibt viele Modelle über jenen Teil unserer kosmischen Herkunft und es ist völlig unwichtig, welches dieser vielen Modelle mir persönlich jetzt schlüssig erscheint. Voraussetzung für mein Leben in Gesundheit ist ein selbstbestimmtes Leben in Verantwortung für mich selbst und für mein Umfeld, ein Leben in Furchtlosigkeit, in Angstfreiheit. Ich lebe selbstbestimmt in der Wirklichkeit, wie sie tatsächlich ist. Diese Selbstbestimmung zu verwirklichen, langsam, behutsam, aber zielstrebig und letztendlich ohne Kompromisse, dies ist das Ziel, das zur Gesundung führt. Dafür sollte kein Weg zu weit sein, keine Anstrengung zu groß und keine Angst zu mächtig sein, als dass sie nicht gemeistert werden könnte.
Viele, viele sind vor uns schon diesen Weg gegangen. Diesen Weg, der zum Ziel führt. Jetzt und heute ist es an mir, diese ersten Schritte zu gehen. Hierbei ist es von enormer Wichtigkeit, zwischen meinem Schmerz und dem Leid, dem Leiden unterscheiden zu können, denn Schmerz ist im Wesen des Lebendigen enthalten, Leben ist Schmerz, das Wissen von Tod ist Schmerz. Den Lebensweg auf diesem Planeten gehen heißt, Schmerz zu haben, zu sehen, dass das Lebendige ständig vergeht, ist Schmerz. Zu spüren, dass nichts bleibt, wie es war, dass ich nichts Ursächliches weiß, dass ich die letzte Frage nicht beantworten kann, dass ich keine Antwort weiß, wo ich herkomme, wo ich hingehe. Im Vergangenen liegt viel Schmerz, die Sehnsucht nach dem Urzustand, nach dem Paradies. Zu spüren, dass ich nicht mehr bin als ein Blatt im Wind und die Trennung vom Göttlichen. Das ist Schmerz und ich nehme diesen meinen Schmerz an, gleich welcher Art er ist. Ich nehme ihn in den Arm, ich spreche mit ihm, ich akzeptiere ihn. Und wenn ich ihm in die Augen sehe, wird er schwächer und schwächer und verschwindet. Natürlich kommt er wieder. Ein bestimmter Vogelruf, ein bestimmtes Menschenlachen, ein bestimmtes Raunen der Blätter, eine bestimmte Ähnlichkeit und er ist von neuem da. Ich nehme ihn wieder in den Arm und rede wieder mit ihm. Den Schmerz annehmen, wie er ist, bedeutet, ich sehe die Dinge, wie sie sind und ich deute nichts in sie hinein, kein Umdeuten, kein Anklagen, keinen Zorn. Im Zorn gegen andere verbrenne ich mich selbst. Sollte mir Unrecht geschehen, kann ich durch Erkennen und Verstehen die Wurzeln des Unrechts aufdecken. Ich kann dann in Ruhe und ohne verwirrende Emotionen handeln, um mich aus dem Unrechtszustand zu befreien. Meinen Schmerzspeicher kann ich durch tiefes Schauen, durch Erkennen und Verstehen und Annehmen umwandeln, transformieren. Er ist gefüllt mit allen Konditionierungen, mit den Qualen meiner Kindheit, mit den Unsinnigkeiten des Verstandes, mit all meinen Irrtümern dieses meines Lebens. Auf der Handlungsebene nun besteht meine Aufgabe darin, diesen Schmerz sich nicht in Leid verwandeln zu lassen. Denn ich schaffe es mir, das Leid, wenn ich in der Gier nach Geld lebe, wenn ich in der Gier nach Anerkennung lebe, wenn ich in der Gier nach Macht lebe, wenn ich die Realitäten hinter jeder Logik, wenn ich sie nicht sehe und beachte, wenn ich konsumieren und Dinge haben will, anstatt sie zu wählen. Alles Leid. Und je totaler mein Konsum, desto größer das Leid. Das will verstanden werden. Noch einmal Chang Tzu, diesen alten Taoisten, der es auf diesen einen Punkt bringt, der so gut verstanden werden muss. Er sagt, warum der Wesenhafte nicht leidet? Weil er das Leid als Leid erkennt.
Der Wesenhafte, das ist der Mensch auf dem Weg, und warum er nicht leidet, gleich was auch geschieht, durch Erkennen und Verstehen des Schmerzes bekommt dieser Schmerz über seine von mir akzeptierte Existenz hinaus keinen Platz. Denn Leid ist festgehaltener Schmerz, ist nicht akzeptierter Schmerz. Leid ist jenes Elend, das ich mir selbst erschaffe mit meinem Lebensmüll, den ich nicht loswerden will. Leid ist das Ablehnen von Lebensumständen, die ich nicht ändern kann. Leid ist meine Unwissenheit über die Bedingungen, die mich zum Leid geführt haben. Gäbe es keine Unwissenheit, gäbe es kein Leid. Und viel geübt, weil ich Schuldige für meinen Schmerz suche, schicke ich mich selbst ins Leid. Jeder Schuldige, den ich suche, den ich mir einrede, verschärft mein Unwissenheitsproblem und verhindert meine Problemlösung. Wir wissen ja, der Realität ist es völlig gleichgültig, ob ich sie anerkenne oder nicht. Die Realität erschafft das da, was ist. Und jeden Kampf gegen diese Realität verliere ich. Ich renne an die Wand und beschuldige die Wand, meinen blutigen Kopf verursacht zu haben. Psychisches Leid erzeugt körperliches Leid, weil die Körperzellen können sich dem Diktat des Geistes nicht entziehen. Deshalb ist Krankheit materiell gewordenes Leid. Ich bitte dich, sehe die Dinge, wie sie sind und akzeptiere deinen Schmerz. Akzeptiere dein grundsätzliches Nichtwissen. Akzeptiere, dass du nur ein kleines Fünkchen bist in Milliarden Jahre währenden Feuerwerk des Kosmos. Für deine Zeit schreibe dir dein Drehbuch, schreibe dir dein altes Drehbuch um, schreibe dir ein neues Drehbuch des Lebens und löse dich von allen deinen Irrtümern. Das ist Freiheit. Stilles Glück und stille Freude, die nicht vergehen können. Und immer dann, wenn Schwäche aufkommt, kann uns allen dieser eindringliche Appell des Buddha an die eigene Kraft und den eigenen Mut eine große Hilfe sein. Mögen wahrlich er Muskeln, Haut und Sehnen mitsamt den Knochen, dem Fleisch und dem Blute austrocknen und zusammenschnurren, als dass ich meine Willenskraft aufgebe, bevor nicht erreicht ist, was mit Mut, Kraft und Anstrengung zu erreichen ist. Ich danke euch.